Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. Ja, wir haben Briggs die letzte Folge gemacht und den Zaun, zumindest die eine Hälfte, fertiggestellt. Jetzt ist's Abend und wir wollen schlafen gehen. So, kurz nach 6 stehen wir wieder auf. Dann zeige ich, was ich zwischen den... Es ist Punkt 6, glaube ich. Ja, super. Dann zeige ich kurz, was ich gemacht habe. Also, nicht viel gemacht. Wir haben das hier übersiedelt. Das steht jetzt hier. Super. Da liegt auch ein halb gebackener Kartoffel drauf. Ganz toll. So, wir haben Wasser. Da ist nichts mehr drin. Toll. Ja, wir werden das hier aufessen. Also, im Inventar nichts. 25 Pfeile an Bord. Tja, meine Freunde. Wie wär's mit hier? Hier. So, dann würde ich mal sagen, wir laufen mal los. Ich versuche Schlägereien aus dem Wege zu gehen. Und ja, es ist mir bewusst, es ist Tag 9, bedeutet, der Zaun muss fertiggestellt sein bis Tag 10, denn da kommt die Horde. Ja, mein Gott, dann kommt sie halt, soll sie kommen. So, wir laufen da einfach den Fluss auf dieser Seite entlang bis zum Ende. Ist ja auch hübsch. Also hübsch, wenn man da jetzt diese Stumpen sieht. Ja, hübsch ist anders. Wobei, es hat was. Es hat was. Ach. So. Ausdauer. Ausdauer geht mir persönlich sehr schnell runter. Dried Meat. Mal hier herlegen. Ja, aber ist okay. Also im Dauerlauf entlang eines Flusses joggen, kilometerlang, ohne erschöpft zu sein, ist aber auch schwierig. Schwieriges Thema. Wunderschöne Reise durch Sumpfgebiet. Apropos Sumpfgebiet, das werden wir dann auch einmal machen. Oh, es steht noch so viel am Plan. Wir können auch querfeld einreisen. Einfach so mal durch. Du auch. Ich bin ja gespannt, wie viele wir dort treffen. So, ich würde auch gerne die Materialien schon vorbereiten für einen zweiten Speer, weil... Ja, da ist ein Stein. Das ist gut, den nehmen wir mal mit. Wir brauchen 3 Stickies, ansonsten fällen wir noch einen Baum. Ich zeige das dann gleich her, meine Bedenken. Super. So, meine Bedenken, wenn ich jetzt nämlich den Bogen, okay, bisschen über Viertel, der Speer, tja, der macht mir Sorgen. So, das heißt, wir nehmen den einmal auseinander, dann haben wir 3 Stickies. Den Rest lassen wir liegen, das tut uns natürlich weh in der Seele, den Rest hier verrotten zu lassen. So, wir haben 5 davon, wir haben, genau, wir können gleich mal hier... Das können wir wegwerfen und das können wir auch wegwerfen. Genau, jetzt haben wir alles bereit für einen Speer. Ist natürlich jetzt eine Überlegung, fertigen wir jetzt gleich den Speer, bevor wir ankommen. Moment. Oh, einmal müssen wir dann den Fluss noch queren. Fertigen wir gleich den Speer, dann hätten wir gleich einen guten, neuen, frischen, funktionierenden. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir in dem Lager jetzt finden. Ich bin sehr gespannt. So, entlang des Flusses haben wir gesagt, das tun wir. Mehr oder weniger. Da könnten wir jetzt rüber auf die andere Seite. Da ist es flach. Da können wir drüben... Oder? Genau. So, mal kurz Luft holen. War schon ganz schön tief. Aber klares Wasser. Alles gut. So, los geht's. Super. Oh. Ja, den nehme ich mit. Die lasse ich da. Und nachdem ich jetzt keine Tiere sehe, könnten wir jetzt schon mal... Super.
den habe ich ja gewartet. So, jetzt ist aber der Speer. So, schade, er ist noch hochgeflogen. Den hätte ich nie erwischt, nie. So, dann er und er, das bringt einen Speer. Ach so, ja, brauche ich die Workbench. Na gut. So, immerhin, wir haben Fett. Wir haben Fett. Ja, da haben wir mal Fett bekommen. Da wäre eine Kartoffelpflanze gewesen, die hätte mich schon ein wenig gereizt, aber ich habe das Gefühl, wir nähern uns bald irgendwas. Genau. So, und dann schauen wir mal. Wir beginnen natürlich aus der Entfernung mit ihm hier. So, Stamina sammeln. Stamina. Stein. Der Regen zieht auf. Wir werden sie überraschen. Kann man Zombies überraschen? Nein, ich töte das Reh jetzt nicht. Hörsch. Ja. Dann gehen wir da mal auf die Hügelkuppe. Da vorne sehe ich schon. Okay, da geht einer. Oh, da gehen wieder zwei. Warum tun die das? Oh, wenn ich einen angreife, sieht das doch. Oh, da ist ein dritter auch noch. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Okay, der eine geht in die Richtung. Einen sehe ich jetzt nicht und der andere verschwindet da halt. Oh, die gehen da nach hinten. Okay. Was ist, wenn wir uns jetzt in sneaky Art und Weise hier nähern? Ach, verdammt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ach, verdammt. Gleich einen zweiten abgeschossen. Auf dem Bauch eigentlich wäre Kopf besser. Manchmal kriege ich so schöne Headshots zusammen. Da ist ja noch einer. Och. Kommen Sie. Da hinten geht wieder einer. Ja, ich gehe doch mal rein. Okay, da ist nichts. Ja, hier bleibe ich. Ja, bis der da ist. Da ist er. So, okay, hier liegt nichts rum. Nö, liegt nichts. Da ist er wieder, oder? Ist das ident mit zuvor? Den erwische ich nicht mehr. Jetzt biegt er ab. Und läuft extrem weit weg. So, hier steht aber nichts rum. So, dann laufen wir da noch rein. Oh, ein Buch. Oh, Kühlschrank. Hier. Ja toll, aber ich glaube, der braucht doch Strom, oder? Ein Kühlschrank braucht Strom. Und Electrical Parts. Super. Tja. So, jetzt müssen wir uns nur noch rauskämpfen. Freikämpfen sozusagen. So, dazu werde ich mal essen.
Proteine, Proteine hier, da und da. Und ich werde auch noch einen Schluck trinken. So. Ich könnte auch noch mehr essen. Zum Zwecke der Heilung. Okay, da vorne ist einer. Und noch einer. Wie viele haben wir noch? 18. Och, kommt. 1, 2. Und da drüben geht auch einer 3. Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich einfach durchlaufen? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber einer sollte es tun. Och, da kommt der nächste. Och, da kommen 2, 3. Toll. Tja, meine Freunde. Also, Headshot, der hat ihn gehört, oder? Oder steht der einfach so rum, im Gemüse, mit dem Gesicht nach vorne? Verdammt! Nein! Jetzt aber. Ah, verdammt! So, ich muss was essen. Einfach so essen. Ja, das werden wir auch noch zu uns nehmen. Super. Das legen wir da am Boden. Und ich möchte jetzt gerne das. Okay, mein Plan, ich laufe einfach durch. Der findet jetzt nicht statt. Super. So, bleib stehen, bleib stehen. So, komm nochmal. Jetzt auf Bogen wechseln. In dem Moment läuft er doch los. Ich kenne ihn. So, super. Meine Pfeile sind alle weg. Alle. So, gleich mal hier. Ich würde sagen, ich laufe. Nein, ein Bär auch noch. So, ich möchte eigentlich nur weg. Hoffentlich kann ich den outrunnen. Wobei mit dem Bären. Oh, der läuft ganz schön. Kupfer. So. Ja, zum Heilen, aber. Moment. Ich muss darüber. Okay, wir suchen uns eine flache Stelle, um den Fluss zu überqueren. Wow. Oh. Oh, ganz vergessen. Ganz vergessen. Sorry, sorry. Machen wir auf episch. Ja, gleich besser. Gleich besser. Super. So, da drüben ist flach. Oh, wie schön. Super, Kühlschrank. Toll. Okay, wir können ihn nicht bauen. Aber das ist eine andere Geschichte. So, dann laufen wir da mal so außen rum. Ach, super. Super. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wieder eine Technologie, die wir uns gegriffen haben. Schauen wir mal. Gewicht würde noch einigermaßen gehen. So, das werfen wir jetzt einmal im Boden und zerteilen sie. Ja, ein bisschen richtig. Wenn ich da oben drüber gehe, sollte ich vielleicht... Finde ich hier schon? Nö, Stein. Mal hier schon.
Ja, Stein ist gut, aber ich bin auch auf der Suche nach ein wenig Alu. Vielleicht gibt es hier aber auch keinen Stein. Kann auch sein. Schalte doch wieder die Pflanzen aus. Aber ist das nicht schön hier? Ist das nicht schön? Doch. Wenn ich die Pflanzen ausschalte, dann sehe ich ja nichts mehr. Stein, 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 Stein. Ein bisschen Alu sollte auch hier sein. Ist das da drüben Stein oder Alu? Könnte Alu sein, aber es wird wohl eher Steinchen sein. Schade. Jetzt sind wir extra oben am Berg. Ja, es ist auch der falsche Berg. Ja, am anderen Berg, auf unserem Hausberg, da gibt's Alu. Alu ohne Ende. Ist das schön hier. Super. So, in die Richtung. Dann gehen wir mal ins Tal. So, Fallschaden gibt es eh keinen. Fallen wir mal runter. Super. Oh, durchs Tal, wieder zurück. Ich freue mich, wir haben wieder eine Technologie geholt. Super. Ja, das ist schon toll. Ein Schweinchen hätte ich jetzt töten können, wobei mit dem Leben, naja, sollte ich es nicht mit dem Schwein aufnehmen. Wenn mir jetzt ein Fuchs begegnet, kann ich ihm auch gute Nacht sagen. Ja, wir werden da ein wenig einfach so essen. Ambitioniertes Essen. Na, genau, einfach so. Und auch trinken. Super. So, jetzt sind wir auf 48. Jetzt kann uns zumindest der Fuchs nicht gleich gute Nacht sagen. Ich hoffte, wir finden auf diesem Hügelchen ein wenig Alu, aber. Aber nö. Aber nö, aber nö, aber nö. So, schauen wir mal. Ja, wir sind gleich zu Hause. So, da werfe ich aber die Samen ab. Hehe. Oh, confirm, confirm, confirm. Oh, wir haben einen Kühlschrank. Also, das Rezept bzw. die Technologie, das ist schon wunderbar. Ja. Nichts von den Sachen können wir bauen, aber wir haben es mal. Und immerhin, wir haben ein Drittel aller Camps. Naja, erforscht. Gekleert würde ich jetzt echt nicht sagen, weil ah, das wäre schon ein wenig hochgegriffen. So, Harvest. Yeah. Das sieht man überall noch die Blaupausen. Naja. So, wie sieht denn eigentlich das Spiel? Ja, gut, dass wir einen neuen haben. So, wir laufen da mal durch. Ich möchte schauen, ob wir wenigstens ein Tor fertig machen können. Ja, mach das Tor fertig. So. Waren das 4 oder 6? Oh, die brennen noch immer. Super, wir haben ein Tor, wir haben ein Tor. Ja, sehr schön, gefällt mir. Ein Tor. Super, jetzt brauchen wir nur noch das. Wie viel haben wir noch zum Einschmelzen? Naja, geht einen Kupferbahn. Toll. Toll, toll, toll. Nicht toll, toll, toll. Toll, toll, toll. So, wir werden jetzt ein wenig hier aufschlichten. Immerhin, wir haben jetzt eine Technik erobert. Wir haben uns ein wenig Pause verdient, indem wir was bauen. Baupause sozusagen. So, den fahre ich da raus, damit er schon mal draußen steht. Ja, abstellen ist gut. So, jetzt verwende ich auch hier die da. Ach, die sind so schnell leer. Die sind so schnell leer. Oder erste Mal. Das für Sticks, oder? Ja, ich denke. Ich denke hier. So, dann haben wir das ganze Holz verbaut. Super. Na, immerhin. Immerhin. Es fehlen gar nicht mehr so viele in Wirklichkeit. So, da, das Tor. Da fehlen noch 6.
Okay, Moment, wir werden uns das anschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 6 ist 36. Ja, Mathe, 1 plus. Ach so, wegräumen könnten wir auch. Also mit 36 kommen wir aus. 36 Hölzer und dann ist das Ding dicht. Dicht, meine Freunde, dicht ist es. So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wirf doch das Kupfer in den Ofen. Nö. So. Dann haben wir hier noch Fett. Auch das ist gut. So, und ich wollte schauen, wie viele Pfeile wir noch haben. 10. Natürlich, bei 10 fühle ich mich unwohl, haben wir gesagt. Ja, das sagt wir. So, ein Stick. So, wir werden da gemeinsam nochmal einen Baum holen. Symbolisch. Den da. Also, einen Wagen befüllen. Den Wagen befüllen, den ich gerne abgestellt hätte. Danke. So. So, wird's regnen? Möglicherweise irgendwann. So. Nein. Nein. Abstellen. Abstellen. Danke. So. Und dann hier noch. Wahrscheinlich liegt jetzt irgendwo hier noch einer. Gut, einen vollen Wagen wollten wir unbedingt mitnehmen. Das werde ich auch tun. So. Auf jeden Fall einigermaßen bedauerlich. Einigermaßen bedauerlich. Jetzt dachte ich nämlich, da hinten geht wieder einer. Einigermaßen bedauerlich ist, dass... So, wir haben einen Wagen vollgefüllt. Das ist gut. Den werden wir auch gleich benutzen, das Holz. Den Vogel hätte ich gerne erschossen. Den hielt ich vorher für einen Zombie. Tja, ich brauche Brillen. So, da haben wir hier. Na, komm. Gib mir Holz, gib mir Holz. So, und dann würde ich gerne in dieser Folge noch, gemeinsam mit dir. So, da laufen wir mal rein. Das legen wir da auf. So, und zwar, ich möchte einen Reparaturhammer bauen. Moment, das Anzündeholz werfe ich gleich in den Kamin. So, einfach so, da kann es ja mal rumliegen. Und gammeln. Stöckchen nicht. Stöckchen bleiben da. Och. So. Ein Stöckchenbehälter. So, das legen wir natürlich da auch noch rein. Also, wir brauchen... Sieh doch erst nach, was du für einen Reparaturhammer brauchst. Richtig, richtig. Nö, hier. Reparatur. Ein Stick, ein Stone, ein Rope. Das kriegen wir hin, denke ich mal. Ein Rope. So. Ein Stick und ein Stone. Stone? Einer ist da. So. Super. Ein Stick, ein Rope und ein Stone. Yeah. Ach so, ich habe keinen Platz. Oh mein Gott. Jetzt habe ich nach einem Vogel Ausschau gehalten, dem ich den Speer irgendwie auf... Naja, egal. Lauter halb kaputte Speere. So, jetzt nochmal. Ein Rope, ein Stone und ein Hammer ist gecraftet. Auf 3 Hammern jetzt. Super. Das heißt, wir nehmen mal die Brettchen. Brettchen, Brettchen, Brettchen. So, und wir schauen mal nach. 95. 85. Ah, oh, wie cool. Und jetzt können wir reparieren. Hier. Yeah. 100. 100. 100. Da hinten, neben am hinteren Tor, ist irgendwo ein heftigerer Schaden, glaube ich. Oh, 40. Und wir haben keinen. Oh ja, haben wir noch. 3 Planken. Wahnsinn. Das repariere ich nicht. Ist mir zu teuer. So, den Hammer hängen wir da wieder ein. So, und jetzt nehmen wir den kaputten Speer. Wieder ins Inventar. Super. Ach, wie schön. So, das heißt, wir wollen den Zaun fertig machen, noch vor der Horde nach. Keine Ahnung, wie die ausgeht. Keine Ahnung, wie die ausgeht.
Ich bin echt schon gespannt auf die Horde. Ich bin wirklich schon gespannt. Ein Bär, ein Bär, ein Bär. Den wünschte ich mir an Gorilla sehr. Ist er. Ach, da hinten, okay. Aber den kann ich ja eigentlich, ich kann ja eigentlich unseren Zaun schon nutzen, oder? Oh. Hat er die Pfeile mit? Nö. Ach, die Pfeile. Verdammt. Nein, Stick geht natürlich nicht. Ach ja, gut. Aber wir haben den Bären erlegt. So. Dann holen wir uns noch drei Stämme. Werfen die auf die Sägemaschine, Sägebank. Und ja, das war's dann für die heutige Folge. Ich denke mal, ziemlich erfolgreich. Ich bin zufrieden. Wir haben eine Technologie geholt. Wir haben ein Lager überfallen. Auch das ist gut. So, was haben wir da alles drin ja noch? Ja, die Borke, die kann da verkammeln drin. So, ich hätte gerne noch mehr Technologie und vor allem Technologie, mit der ich jetzt bereits auch schon irgendwas anfangen kann. Das wäre schon ganz gut mal. So, ändert aber nichts. Die Folge, meine Lieben, ist zu Ende. So, Technologie, Bärenüberfall und der Zaun ist fast fertig. So viel ist es nicht mehr. Das kriegen wir alles noch hinter an die Reparaturen, denn wir sind am Nachmittag des Tages noch. Des Tages 9. So. Das ist der typische Zaunkampf. Warum macht die einen Schaden, während sie schon weg ist? Jetzt hat sie auch durch den Zaun durchgeschlagen. Verdammt. Gut, jetzt brauchen wir das und wir brauchen das. Sehr gut. So. Ah, ein Pfeil. Super, wir haben 8 Pfeile. Toll. Ach ja. Moment. Ach so, ja, wegen dem Leben. Also okay. Wir legen uns eh irgendwann mal schlafen. Irgendwann. So. Ja, meine Lieben, alles andere Standardarbeit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.